Hallo? Ist da der kleine Superheld, dem immer mehr auf Kunstagram folgen? Deine Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Willst du ein Selfie mit mir? Okay. Wuhu! Wow, sehe ich echt so aus? Schon alt genug für die NASA? Der Mars kann auch nicht schräger sein als diese Stadt. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Du hast ein Selfie mit Ike gemacht? Machen wir ein schöneres. Wuhu! Yay, jetzt sind wir echte Freunde. Hey, Zuckerstückchen, machen wir ein Selfie? Wuhu! Oh mein Gott, vielen Dank! Ach, im Moment steht mir der Sinn so gar nicht nach Selfies. Oh, Jesus! Du bist jetzt an seinem Unterschlupf. Finde einen Zugang, aber Vorsicht, er wird schwer bewaffnet sein. Den Wärmebildern nach ist der Verdächtige hinten im Haus. Hey, du kriegst ein Mitleids-Follow, was soll's? Wuhu! Danke! Okay, warum nicht? Wuhu! Danke, wir sehen uns online!
Jetzt solltest du ihn sehen. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Angriff! Angriff! Was hast du in meinem Haus zu suchen? Stellung halten! Ah! Was soll denn das? Ich verteidige nur meine Burg. Feuer erwidern! Sagt Nein zu Drogen, Kids, sonst knallt's. Heilige Scheiße, du bist wirklich ein Superheld. Ein Degenerierter weniger, um den wir uns kümmern müssen. Greif uns doch mal wieder unter die Arme. Wo seid ihr, Miezis? Was für Schisserkatzen! Ah! Gerechtigkeit von oben! Zeig uns, was du drauf hast! Darauf trinke ich! Ich nehme meine Blutprobe! Alter, du übertreibst brutal! Friss nun weg! Danke, Scheiße, Alter! Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Ha! Lass dich da von deinem Freund massieren. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Ha! Ha! Oh! Lach nur, der Letzte, der das bei mir versucht hat, ist tot. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Schlechte Nachricht, heute gab's Spargel. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Piu, piu. Ich liebe sie so versenkt. Schließ die Säfte ein. Also los. Megafaust, Patcheroo. Deine Schläge sorgen für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Super Craig. Perfekt zum Trinken. Eklig, Mann. Das gibt garantiert eine Narbe. Wen infiziere ich jetzt? Sehr befriedigend. Oh, Blutgruppe B, du bist sicher ein echter Partyhengst. Viertklässler versohlen, geile Sache. Scheiße für dich. Ich bin jetzt dran. Gefällt dir das, Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Ich hab zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Ich schieb dir die Faust so tief in den Arsch, dass ich dir die Zähne putzen kann. Was? Sechstklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Ha! Du bist voll am Ende. Dafür bist du mir echt was schuldig. Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Kaltrettung! Du hast es dir verdient. Genieß es. Ich bin dran. Kaboom! Ah! Wie cool, dass durch mein Facettenauge ausgesehen hat. Alter, du übertreibst brutal. Los, Wunderarsch! Das hab ich kaum gesehen. Juckreiz für alle! Gute Arbeit. Ich gehe nur mal eben kotzen. Das wärmt dich vielleicht auf. Nimm das, Zwerg. Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen. Oh Mist, das ist mir jetzt... Das wollte ich überhaupt nicht so sagen.
bin der Schnellste in der Stadt. Bau keine Bruchlandung. Fantastisch. Wir sehen uns. Was bist du denn? Ein Tambourmajor? Geh schon durch. Gute Arbeit. Wir verhören den Kriminellen jetzt. Er will zwar nicht reden, aber es macht Spaß, ihn zu verprügeln. Du kannst dir nachher die Junior Detective Marke abholen, wenn wir mehr aus diesem Drecksack rausgequetscht haben. Ich bin gerade beschäftigt. Wer bist denn du? Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Na gut, an dir. Was hast du gefunden, Super Craig? Auf Tibis Handy sind ein Haufen Notizen. Irgendwas über eine Frau, die Infos über das Verbrechen hier in der Stadt hat. Welche Lady? Hier steht nur, findet die Frau mit dem Penis-Tattoo. Welche Frau in Southbank hat ein Penis-Tattoo? Ich weiß nicht, Mosquito. Aber die Freedom Pals glauben wohl, sie führt zu der verschwundenen Katze. Wenn die Freedom Pals sie vor uns finden, bekommen die $100 Belohnung. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das Freedom Pals Franchise unbedingt verhindern. Und zwar sofort. Dann müssen wir die Frau mit dem Tattoo heute Nacht finden. Blitzfreak hat recht. Wir müssen uns heute Nacht aus dem Haus schleichen und die ganze Stadt absuchen. Was meinst du? Bist du dabei? Hör mal, wenn du zu Conan Friends gehören willst, musst du lernen, wie man kommuniziert. Ja, wer hat den Typ überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er 6 war, hat sein Dad seine Mom gefickt. Was? Sorry, sie mussten deine tragische Hintergrundgeschichte erfahren.
Wunder erstraut keinem, weil sein Dad seine Mom gefickt hat und er es nicht verhindert hat. Das ist völlig unlogisch! Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Cartman, der Dad von jedem fickt die Mom von jedem! Hä? So läuft das, Idiot! Unsere Dads haben unsere Moms gefickt! Ach so. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle, hä? Ja! Mein Dad hat meine Mom gefickt! Deswegen gibt es mich! Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht! Du bist so verdammt dämlich! Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, halt! Das spielt jetzt im Moment keine Rolle! Wir müssen die Lady mit dem Schwanztattoo finden! Ja, gehen wir nach Hause und bereiten uns auf unsere Nachtmission vor! Los geht's, Kuhn-Freunde! Er ist so ein verdammter Idiot! Schon gut, ruhig, Blut! Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Leute hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick. Geh nach Hause und schleich dich später raus. Weitere Infos folgen. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen? Wieso gehst du ans Telefon? Hast du deinen Scheißverstand verloren? Unser Kind wollte zum Vertrauenslehrer gehen. Ist dir das etwa völlig egal? Und du hast ihm die Wahrheit erzählt? Nein, das kam überhaupt nicht zur Sprache. Du dumme Schlampe! Du versaust uns noch alles! Sowas muss ich mir von einer zugedröhnten Kiffnase nicht anhören. Ich muss was trinken. Klar, ertränk deine Probleme im Chardonnay, du blöde Fotze. Oh, hallo mein Schatz. Hast du schön draußen gespielt? Ich bin ziemlich müde. Ich gehe dann mal langsam ins Bett. Essen steht auf dem Tisch, wenn du willst. Aber dann gleich ins Bett, okay? Kiffnase. Säuferin! Schatz, ich will nur, dass du eines weißt. Was immer passiert, deine Mami liebt dich. Gute Nacht, Schätzchen. Die Nacht. Sie bringt Fieslinge hervor. Doch zum Glück entspringt der Nacht auch noch was anderes. Der Kuhn. Denk dran, mit deinen Knallerbsen kannst du alles Mögliche umhauen. Hau rein, Kumpel! Wer ist da? Wer?
Nein, bleib draußen, bleib draußen. Haha! Keine Angst, vor dir steht Captain Diabetes. Ja, ein waghalsiger Gentleman mit super Diabeteskräften. Einst war ich ein stinknormaler Grundschüler, doch dann hat ein Laborunfall aus meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht. Okay, Sidekick, es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach! Bereit? Okay, Sidekick, hier geht's zu Kyle. Ich bin die Bruce Banner, ein Einzelgänger, der hofft, eines Tages seinen Diabetes loszuwerden, obwohl das meinen Ruhestand bedeuten würde. Blöde Schlampe! Wie gefällt dir das? Ich bin Captain Diabetes und das ist mein treuer Sidekick. Oh, okay. Macht mal Platz, ich muss mir noch ein paar Bierchen holen. Tut mir leid, aber in diesem Zustand können Sie nicht Auto fahren. Ich bin quasi nüchtern, okay? Verpisst euch! Hey, gib mir meinen Schlüssel! Das wäre unverantwortlich. Mir geht's gut, okay? Guck mal, warte. Mir geht's gut. Okay? Mein Schlüssel, bitte. Sie können ihn morgen wieder haben. Gib mir den scheiß Schlüssel, du Kackbratze! Du willst es drauf anlegen? Na gut. Vorsicht, Sidekick. Auch geschwächt ist dies ein gefährlicher Feind. Geschwärzt? Bin ich eine Olive? Schau gut zu, Sidekick. Ja! Jetzt hätte ich fast alles verschüttet. Hat jemand zufällig meinen Schlüssel gesehen? Ich habe ihn konfisziert, Sir. Gib mir meinen Kackschlüssel! Attacke! Mach sie fertig, Wunderarsch! Ich mach sie fertig! Ich bin am Arsch! Dann los, Diabetes und... Was? Ohne hinzufahren? Wow! Schnapp ihn dir! Scheiße! Captain Diabetes und seinem Sidekick ist keiner gewachsen! Ha! Ja! Ach, so ist es also! Warum kämpfen wir nochmal? Ich hab deine Schlüssel beschlagnahmt. Hurensohn! Ich bin nüchtern, okay? Ich bin... Okay. Jetzt bin ich nüchtern. Morgen gegen 11 sollten Sie nüchtern genug zum Autofahren sein. Irgendwo ist es immer 11. Physischer Schaden, das Beste. Sieh zu und lern. Ja! Ah, schnapp ich mir den Schlüssel, aber erst noch eine kleine Runde pennen. Gute Nacht, Mr. Marsh. Okay, Sidekick, die Pflicht ruft. Das ist eine Abkürzung durchs Kite-Versteck. Kyle ist gerade auf einer anderen Mission. Wir sind auf uns allein gestellt. Gehen wir der Sache auf den Grund. Geh einfach nach oben. Die Abkürzung ist auf dem Dachboden. Wir haben die Erlaubnis, sie zu benutzen. Wenn ich zu hohen Zucker habe, werde ich sehr... Sehr gut, Sidekick. Das ist Humankinds Geheimversteck. Fürze machen mich wütend. Der Kuhn sagt, meine Mom hat bei meiner Geburt gefurzt und deshalb habe ich Diabetes. Die Abkürzung führt durchs Fenster. Wenn ich ein Geheimversteck hätte, würde ich ein bisschen mehr putzen, wenn ich Supergäste erwarte. Er hat uns nicht mal die Leiter runtergelassen. Doch. Super Arbeit, Sidekick. Diese Abkürzung führt uns direkt ins Herz von Downtown South Park. Komm schon, Sidekick, keine Angst. Der
furchtlose Held und sein Sidekick stürzen sich in die dunkle Nacht, bereit, das Böse zu bekämpfen und der Stadt den Frieden zu bringen. Du glaubst nicht, dass ich Diabetes habe, weil meine Mutter während der Geburt gefurzt hat? Es kommt mir vor, als hätte der Kuhn das erfunden, um Captain Diabetes zu verunsichern. Wie du siehst, ist South Park Nacht ein völlig anderer Ort. Wir müssen ins Peppermint Hippo, auf zum Stadtplatz! Oh! Ich liebe Burnham County. Einfach die beste Band der Welt. Von denen würde ich mich glatt flachlegen lassen. Also ich wo...